Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch ja zu einem neuen Odin war einkaufen. Ich habe ja gestern schon eine Hälfte gedreht mit den Amazon-Sachen. Da kommt in den nächsten Tagen auch noch was, da wird dann die nächste Hälfte gemacht runter. Und dazu gibt es aber jetzt ein separates Video, das habe ich euch ja gestern auch schon angekündigt. Hier sind die Sachen drin, die ich bei Spaß kostet gekauft habe. Weil bei Spaß kostet war ja jetzt am Black Friday. Black Friday Wochenende von Freitag bis Sonntag war alles auf 20% reduziert. Auch auf die schon reduzierten Sachen gab es nochmal 20% obendrauf. Ich wollte eigentlich nur für 100, ich habe jetzt für knapp 200 € Sachen gekauft. Aber richtig geile Sachen. Und ich bin von meinem Standard abgewichen. Ich habe mal auch was aus der Nicht-Wikinger-Abteilung gekauft. Den Einkauf habt ihr ja mitverfolgt. Ich werde mal in die Infokarte verlinken. Da habe ich den kompletten Einkauf drin. Weil das habe ich ja alles live gemacht. Und ein paar Sachen sind halt raus, dann wieder rein, raus, rein. Weil ich mich nicht entscheiden konnte. Und ich muss euch ehrlich sagen, so toll wie das Angebot ist, 20% auf alles. Und auch auf reduzierte Sachen. Zum Beispiel das, was ich hier anhabe, das T-Shirt, davon hat nur 9 €, nee, doch 9 € noch was dann gekostet. War ich auch drauf und dran, das nochmal zu bestellen. Hab mir aber dann andere T-Shirts ausgesucht, weil es ist geil. Und Leute, von Spaß kostet, falls ihr das sehen solltet, es ist geil. Wirklich, aber es ist auch scheiße, ihr habt so viele tolle Sachen. Und ich kann mir nicht alles leisten. Also. Das ist halt negativ daran, dass es so viele tolle Sachen gibt und dass ich mir nicht alles holen könnte. Also wärt nach mir gegangen, zeige euch so, wie es ist. Dann wärt nicht bei den knapp 200, die blieben dann weg bei 600, 700, 800 € vielleicht gelandet. Ich hätte mir dann bei den Tattoo-Sachen noch nicht nur T-Shirts, sondern auch Pullover geholt und bei dem Wikinger auch noch irgendwie Sachen, die ich schon habe, aber mir mittlerweile ein bisschen zu klein sind. Ich habe auch was mit bei. Da haben mir die Leute von Spaß kostet geschrieben. Dafür erstmal ein Dankeschön an Spaß kostet und einen Daumen hoch. Weil ich ja gefragt hatte wegen diesem Skull. Also Skull. Ja, also das werdet ihr gleich sehen. Das kommt im Februar in den Shop. Als Dankeschön, dass ich Werbung gemacht habe oder für meine Videos, keine Ahnung, haben sie mir netterweise den Pullover mit dazu gepackt. Das ist das Einzige. Ich werde mal sicherheitshalber Werbung oben irgendwo reinschreiben. Das ist das Einzige. Und das war nicht vorher abgesprochen oder irgendwas. Das kam alles im Nachhinein. Aber ich will mich da absichern, deswegen schreibe ich hier irgendwo Werbung oben rein. Weil alles andere, ihr wart beim Einkauf mit bei, habe ich selber gekauft von meinem eigenen Geld. Und das ist nicht das erste Mal, dass ich bei Spaß kostet kaufe. Wie gesagt, ich habe Sachen noch in der M, in der L, die mir nicht mehr passen. XL passt mir auch nicht mehr. XXL knapp, aber passt so relativ. Ja, und deswegen habe ich jetzt alles in 3XL. Ich muss nur gucken, wie wir jetzt hier irgendwie vorankommen. So, ich habe mir einmal, ja, bei Hosen, ich wollte mir auch die Hose holen. Ich trage schwarz, bis es was Dunkleres gibt. Aber ich habe mir jetzt erstmal hier, da, das fand ich so geil. So, hier haben wir den Torshammer drauf. Ja, und hier am anderen Bein, so, ich werde das mal so machen, damit ihr das ein bisschen besser seht. Oh, so, ist auch ein bisschen gelblich geworden. Hier ist es weiß, da ist es ein bisschen gelblich. Da kann sein, dass es bei der Wäsche besser wird oder dass es so sein soll. So, da habe ich mir, ja, Kater. Die Leute sehen nichts. Digga, mach mal bitte Platz. Da habe ich mir. Na komm, geh rüber. Oder genau, gib ihm mal Leckerlis. So, da habe ich mir Nordic Walking geholt. Ich fand das so geil. Jogginghose, Laufen, Nordic Walking. Ah, die hatten auch damals, den gibt es jetzt nicht mehr. Hatten sie auch einen Pullover, Nordic Walking mit einem Wikinger, der so läuft mit Streitaxt und so. Oder war da noch mehr mit bei? Ich weiß gar nicht, was da noch drauf war. Jedenfalls hatten sie da mal ein T-Shirt. Ein Pullover, also Pullover, T-Shirt komplett. So, dann habe ich hier nochmal eins ohne hier oben Aufdruck
Oder? Da fehlt doch was. War da nicht eigentlich auch ein Torshammer drauf? Da muss ich mal gucken. Warte, das muss ich so halten. Valhalla. Letzte Ausfahrt. Ja. Ah. So, wartet. Ich muss das. So. Zack. Und jetzt kommt noch eine Jogginghose. So, und zwar die gleiche, die ich habe, nochmal. Hier mit Heiden. Da steht halt in Rudenheiden drauf und hier da die Raben. Die habe ich mir aber diesmal in 2XL bestellt, die Jogginghosen. Die werde ich auch nachher dann mal anprobieren noch. So, weil ich habe jetzt hier, damit ihr das sehen könnt, wartet mal, ich muss euch mal, hier habe ich, Moment, ich muss ein Stück nach unten machen. Hier seht ihr ja da und hier Heiden. Jetzt habe ich die 3XL an. Weil ich habe gedacht, wenn ich 3XL Pullover und T-Shirts bestelle, bei der Bestellung davor, also vor einem, oh ja, vor einem Monat, Anfang November war das, bestellst du auch eine 3XL Hose. Aber die ist so, für zu Hause ist die gut und für unterwegs ist die auch gut. Aber bei wenn ich zu Hause bin, muss ich unten ein bisschen umkrempeln, weil die Latschen haben halt nicht so eine dicke Sohle und dann laufe ich da mal rum. Jetzt, oh ja, jetzt kommen wir zu einem T-Shirt, das habe ich gesehen. Und das musste ich einfach haben. Das Motiv gab es schon mal im Shop. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt, aus dem Kopf weiß ich es jetzt jedenfalls nicht, ob es das so im Shop jetzt noch gibt, wie ich euch jetzt sage. Das hatten sie mal. Das habe ich auch gekauft als Pullover. Das Motiv. Und dann stand da, Shaving is for Pussies. Also Rasieren ist was für Pussies. Und jetzt haben sie das gleiche Motiv. Ja, mit einem Wikinger. Und oben drauf steht Helmpflicht. Helmpflicht. Ich fand das so geil. Ich musste das einfach haben. Helmpflicht. So. Einfach geil. So. Ah, hier. Da kommen wir jetzt. Da haben wir es. Das werden wir dann zum Schluss machen. Das ist der krönende Abschluss, würde ich sagen. Ja, hier ist meine Bestellung. Ich kann euch ganz genau sagen, was ich ausgegeben habe. Ist ein paar Seiten lang. Netto, brutto da, 198,32 €. Ich kann es euch jetzt leider nicht in die Kamera zeigen, weil man da meine Adresse sieht. Oh Gott. So, was haben wir hier? Spaßkostet.de. Ja. Ich empfehle euch auch, ich werde auch mal den Twitter-Kanal, den Instagram-Kanal unten drunter packen. Abonniert den, da kommen richtig geile Bilder und Sprüche und so. Ich habe den schon, boah, wie lange habe ich den Spaß kostet, auf Twitter auf Instagram abonniert. Auf Twitter habe ich ihn schon länger, da verfolge ich es aber nicht so. Instagram, boah, auch schon 2 Jahre oder sowas in dem Dreh. Ich bin mir jetzt nicht sicher. So. Dann haben wir hier nochmal ein T-Shirt. Und ich finde diese Kombination mit Schwarz-Rot ganz geil. Das habe ich schon als Pullover, der jetzt nicht mehr so ganz so passt, aber halbwegs. Ja, aber ich nehme ja irgendwie auch wieder ab und so. Und da habe ich mir gedacht, das brauchst du auch noch als T-Shirt. Den Rückendruck kennt er ja. Den habe ich auf einem anderen T-Shirt auch drauf. Und wie ihr sagt, Leute, ich bestelle da jetzt seit über 15 Jahren. Und in über 15 Jahren hatte ich einmal einen Pullover, wo hier die Naht defekt war, wo ich dann einen Austausch gekriegt habe. In über 15 Jahren. Oh ja, hier ist... Oh. Ja, den Pullover machen wir mal zum Schluss. So. So, dann haben wir... Warte mal. Hier... haben wir ein T-Shirt. Das ist aus der, nicht aus der Tattoo-Reihe, sondern, aus, also ihr könnt da ja nach Kategorien suchen. Viking, Tattoo, Berufe, lustig, Osten. Und das ist aus der Rock'n'Roll-Kategorie.
ein männlicher und ein weiblicher Totenkopf, so mit ein bisschen Haare. Sie hat auch noch ein Tuch um, hier so ein Herz und hier so Maschinengewehr, so ein bisschen so an Bonnie und Clyde soll es erinnern, denke ich mal. Er hat hier auch mit roten Linien tätowiert auf dem Schädel, ein Rasiermesser, hier ein Spinnennetz und sie hat ein Muster und unten steht Rock'n'Roll. Ich werde euch das mal versuchen, in groß zu zeigen. So. Ich hoffe, ich kriege das so vernünftig rauf. Aus der Rock'n'Roll-Abteilung. Richtig geil. So. Ich habe nämlich diesmal auch ein bisschen... Ich wollte auch aus der Tattoo-Abteilung was kaufen. Aber bei der Rock'n'Roll gab es so viel und ich musste schon so viel aussortieren. Die haben so viel geiles Zeug da drin mit Totenköpfen. Nur tätowierte Väter sind die coolsten und sowas alles. Oh, mit einem Totenkopf drauf und so. Richtig, richtig, richtig geil. Und da ist dann halt das, ich bin ein tätowierter Vater, wie ein normaler Vater, nur viel cooler. Ist dann rausgewandert. Das hat so mit ein bisschen Blau und so. Ich packe euch den Link, müsst ihr euch gucken. Ich packe euch den Link zu Spaß kostet drunter. Das ist so geil. So, das habe ich gesehen und das musste ich sofort haben. Also das ist eins von denen, wo ich sage, das ist jetzt mal nichts Buntes. Das ist jetzt wirklich nur schwarz-weiß mit Grautönen. Aber ich musste es einfach haben. Da steht auch Rock'n'Roll. Ja, Long Life Rock'n'Roll. Und hier haben wir eine Hand mit einer Zigarette und einem Totenkopf hier drauf, fast wie bei mir. Ja? Also auf beiden Händen habe ich einen Totenkopf. Und hier eine Pulle, auch mit einem Totenkopf drauf. Hier steht so, ja, Spaß kostet, ganz klein auf der Pulle. Ich zeige euch das gleich größer. Hier ist ein Mikrofon, ein Kartenspiel mit vier Assen. Ich packe euch das mal. So. Ich hoffe, auf der Webseite könnt ihr das viel besser sehen als jetzt hier, aber ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Das habe ich gesehen und da war mir für mich klar, das musst du haben. Das musst du haben, das geht nicht anders. Das war so irgendwie Liebe auf den ersten Blick, kann man so sagen. Manchmal habe ich so Klamotten, wo ich sage, das musst du einfach haben. Das geht nicht anders. Und hier das auch. Oh, es ist noch ein bisschen was, Leute. Hier haben wir, ach so, wartet mal, wenn wir jetzt schon dabei sind, dann kann ich den Pullover mal jetzt schon machen, weil zu dem Rock'n'Roll habe ich auch einen Pullover. Ja, ist auch das gleiche drauf. Am Arm ist nix. Und ich habe wieder mit roter Kapuze genommen, weil ich fand, weil bei dem Motiv hier rot mit bei ist und so. Und da dachte ich, ganz schwarz ist vielleicht nicht so toll. Und mit dem Rot und wenn die Kordel so ein bisschen runterhängt und mit dem Motiv, da sieht das halt ganz geil aus, wenn ich wieder eine rote Kapuze nehme. So, dann haben wir das, zack, so, wartet mal, ich muss mal kurz einen Cut machen, so, da bin ich wieder, oh, nochmal Licht anmachen hier, die Kleine ist hingefallen, also nicht runtergefallen, sondern hingefallen, die hat gestanden und ist dann hingefallen, so, dann habe ich dieses hier. Finde ich auch richtig geil, ein Totenkopf. Ich muss mal so mal dran vorbeigucken, damit man sieht. Ein Totenkopf mit einem Rasiermesser. Ja, also ja, ein bisschen Haare hat er mit einem Rasiermesser, weil er sozusagen gerade zerbeißt. Und dann halt hier sieht man halt auch Bart. Und hier so ein bisschen grüne Blumen und ein Muster. Ja, fand ich richtig, richtig geil. Fand ich jetzt richtig geil. Auch in einer 3XL. Aber die haben jetzt neue Firmen von den Klamotten her. Promodoro. Die fassen sich auch anders an. Die sind ein bisschen dicker, die Klamotten jetzt. So. Und dann haben wir noch ein T-Shirt. Und zwar dieses hier. Da wollte ich wissen, ob es wirklich... Oh, das sieht wirklich... Das ist gelb, aber wirkt golden. So. Warte mal.
Ach, ich muss das mal so machen, dass ich das euch besser zeigen kann. Das ist ein Totenkopf mit Bart, mit spielkreuzen Knochen. Und oben steht drüber Prinzen. Und dann rasieren sich. Ja, und unten drunter Könige tragen Bart. Ja, also fand ich jetzt vom Motiv her richtig geil. Und dann hat er so ein richtig dreckiges Grinsen drauf. Oder richtig fieses Grinsen hat der Totenkopf. Und an den Augen kann man auch sehen, dass er ein bisschen grinst. Finde ich voll geil. Vom Motiv her voll geil. Wie gesagt, und alles das, was ich als T-Shirt habe, ich hätte am liebsten alles auch als Pullover. Aber es ist nicht machbar. Es ist einfach nicht machbar. Und T-Shirts waren für mich jetzt eher wichtiger, weil erstmal für den Sommer. Dann auch so für zu Hause, für einen Stream trage ich eigentlich immer T-Shirts, Pullover jetzt gerade, weil wir sind gerade vom Einkaufen gekommen. Und deswegen eigentlich so zu Hause immer T-Shirt, aber ein paar Pullover brauche ich halt auch, wenn wir rausgehen und so. Und weil ich ja nicht so oft rausgehe, habe ich gedacht, T-Shirts sind wichtiger. Jetzt kommen wir, hier haben wir ihn. Oh, sieht das geil aus. Oh, sieht das geil aus, Leute. Oh, guck mal, mit einer gelben Kapuze. Oh, das passt ja hoch, das sieht ja richtig edel aus. Oh, hoch, ne? 3XL, ja, schönes Ding. So, ich werde euch den erstmal vorne zeigen. So. So, und wie gesagt, den habe ich zur Verfügung gestellt bekommen. Also den Pullover, das T-Shirt davon habe ich ja selber. Und das T-Shirt, warum ich unbedingt noch einen Pullover davon haben wollte, kann ich euch auch sagen. Ich werde auch, sobald es im Shop ist, werde ich mir das T-Shirt nochmal kaufen. Erstmal finde ich das Motiv geil. Zweitens, falls meins nicht irgendwie mal irgendwas sein sollte, aber ich habe jetzt noch Sachen von vor 15 Jahren und die haben immer noch kein Loch, gar nichts. Aber man will ja auf Nummer sicher gehen. Weil dann würde ich das andere, das neue, dann anziehen und das alte würde ich wegpacken, weil das habe ich angehabt bei der Geburt von unserer Tochter. Ich war die komplette Zeit mit bei. Über 14 Stunden. Ja, war ich mit bei und deswegen wollte ich es unbedingt nochmal haben. Nicht nur, weil mir das Motiv sehr gut gefällt. Oh, das ist so ja mit hier, mit Eingriff. Ja, und da ist so ja hier, seht mal. Ist ja geil. Haben sie gut getroffen. Das passt so, ja. Also ist nicht mal irgendwie verschoben oder so. Geil. Und das kommt... Wartet mal, ich muss mal so machen, dass ihr das besser seht. So. Und das kommt halt im Februar. Ich mach mal so, dann könnt ihr das vielleicht besser sehen. Skull. Also anstoßen, Skull. Ja? Kennt ihr von Dinner for One. Ja, und dann halt da der Arm, der anstößt auf die Toten in Valhalla, weil hier sind ja dann zwei Totenköpfe mit Helm und Bart und allem drum und dran. Ja, voll geil. Voll geil. Also ich bin wie immer mit Spaß kostet sehr, 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 sehr zufrieden. Ich habe nichts zu beanstanden. Ich freue mich. Ja, mein Klamottenstapel von Spaß kostet wächst. Und ich habe wieder schön viele T-Shirts, die ich dann halt auch im Stream anziehen kann. So im Normalen, wenn ich ein Game spiele, dann seht ihr das ja nicht, weil dann sieht man meistens nur bis hier so in etwa. Aber im Hangout, da sieht man mich ja komplett. Und da sieht das dann halt schon schöner aus, als wenn ich dann, was weiß ich, für ein T-Shirt anhabe. Nur ein graues oder so. Und da finde ich das halt schön. Wie gesagt, knapp 200 Euro, aber Black Friday Aktion war. Ich habe hier auch ein paar Motive, ich weiß jetzt nicht welche. Die waren schon ein bisschen reduziert. Und dann gab es ja noch die 20% und dann habe ich nochmal gespart, logischerweise. Eine Hose kostet sonst, ich glaube 34. Ne, ich habe 34, ich weiß gar nicht, was habe ich denn bezahlt für eine Hose. Dann kann ich euch das nämlich auch mal sagen. Eine Jogginghose. Ich habe jetzt bezahlt für eine Jogginghose. Welche ist das? Valhalla habe ich bezahlt. Also letzte Jogginghose, letzte Ausfahrt Valhalla. Habe ich bezahlt 23,46 Euro.
Jogginghose Nordic Walking 23,46. Und die andere müsste eigentlich auch 23,46 sein. Hier. Jogginghose Heiden 23,46. Ja. Für ein Tier. Ich kann euch das jetzt mal. Ich kann euch die Adresse jetzt lehnen. Ich kann nicht alles zeigen, weil da steht meine Adresse. Für Rock'n'Roll. Rockabillys habe ich bezahlt 11 Euro noch was, das ist ein T-Shirt. Dann habe ich hier noch für... Oh, Josie, kannst du mal meine Brille bringen vom Schreibtisch? Ja, ohne Brille ist echt ein bisschen... Wird immer bekloppter bei mir. Immer schlimmer. So. Ach, so geht's da schon viel besser. So. T-Shirt, Rock'n'Roll, Rockabella, Rockabilly... Das denke ich mal mit ihm und ihr. Habe ich bezahlt 11 Euro noch was. T-Shirt Long Life Rock'n'Roll 8,07 Euro. T-Shirt Hipster. Achso, das ist mit grün, glaube ich. Nur Frontdruck Skull mit Messer in grün. Steht auch unten drunter. Habe ich bezahlt 8,22 Euro. Könige tragen Bart, habe ich bezahlt 11,43 Euro. Kapuzenpullover, ja, dann ist das genau. Kapuzenpullover, Rock'n'Roll, Rockabella, Rockabilly, habe ich bezahlt 32,27 Euro. Und dann haben wir hier noch T-Shirt, Asatru, 11,43 Euro. Hinten haben wir nichts drauf. Ach, hier habe ich noch drauf. Kapuzenpullover schwarz, gelb, 3XL Motiv. Plus Fragen. Okay. Da steht dann halt nur Cheffragen oder so auf Deutsch. Hier haben wir dann noch T-Shirt, Wikinger, Helmpflicht, 10,08 Euro. Und dann sind wir da durch. Ja, also wirklich, ich habe alles selber bezahlt. Ja, das ist wirklich von meinem PayPal-Konto ab. Und ich bin, wie gesagt, nach 15 Jahren immer noch zufrieden. Und ich hoffe, dass es Spaß kostet, weitergibt. Ich habe auch schon überlegt, hier das zum Beispiel, hier mit, wo die Runen Odin stehen. Ja, Odin. Und hinten steht ja Odins Horde. Habe ich ja mal gefragt wegen Jogginghose, ob sie noch Ideen suchen. Da habe ich ja gedacht, müsst ihr mir mal sagen, wie ihr das finden würdet, dass man, weil die meisten nennen sich, die meisten YouTuber, da haben ja dann immer ihre Superfans und so, die nennen sich ja dann mal Army, Tanz, Army und so was. Army, den Namen mag ich nicht. So Armee und so. Das ist nicht so, klingt sehr gewalttätig und mag ich jetzt nicht so. Ja? Da fand ich jetzt mit Odins Horde, das ist mir so ins Audi, also Odins Horde, oh nee, Odin Horde, Odins Horde steht hinten drauf, glaube ich. Odins Horden steht drauf. Dachte ich, das vielleicht als T-Shirt, als Jogginghose, Odins Horden und dann, oder aber dann Horde, Odins Horde oder Horden und dann halt hier die drei Dreiecke auf den anderen Beinen drauf, aber nicht diese drei Dreiecke. Seht ihr die? Die seht ihr. Ja, ich dachte da eher. Wartet. Habe ich ja Glück, dass ich es mitbestellt habe. Ich dachte da eher an diese drei Dreiecke. Die habe ich ja auch im Nacken tätowiert. Die finde ich ein bisschen cooler. Diese. Drei Dreiecke. Ja? Auf das andere Bein. Da mal gucken. Was, müsst ihr mir mal sagen, wie ihr das finden würdet. Ich habe ja den Vorschlag schon zu Spaß kostet geschickt. Mal gucken, was sie sagen. Vielleicht kann man ja da mal so ein Special machen oder was weiß ich. Ich habe keine Ahnung. Dann könnt ihr da, weil mein Merch-Shop ist ja noch nicht da, der kommt ja bald, aber
wenn man da so was kriegen könnte, wäre ja vielleicht auch nicht schlecht. Oder vielleicht gibt es ja irgendwann mal die Möglichkeit, dass sie mir einen Rabatt geben oder so, was weiß ich, dass sie sagen, hier, wenn du bestellst mit im Betreff Odins Test drin schreibst oder Odin 10 oder Odin oder was weiß ich, oder mein Gamer-Name, Odin Ase, gibt es halt 5%, 10% Rabatt oder so. Weiß ich ja nicht. Mal gucken. Wäre ja cool. Aber dann würde ich natürlich auch darüber bestellen, ist ja klar, weil das nehme ich natürlich mit. Nichtsdestotrotz bin ich jetzt fertig. Ich werde morgen gleich mal die neue Jogginghose anziehen, wenn ich zum Kardiologen muss. Und ich weiß nicht, vielleicht den Skull oder den Rockabilly-Pullover. Mal gucken. Ich bin schon sehr gespannt. Ich wünsche euch jetzt was, wenn es euch gefallen hat. Däumchen wären Träumchen. Ich werde euch das Video, wo ich das live bestellt habe, im Stream, werde ich euch in die Infokarte packen. Ich werde in die unten in die Videobeschreibung den Link zu Spaß kostet packen. Wenn ihr Fragen zu Spaß kostet habt, einfach in die Kommentare posten. Ich werde versuchen, euch das so gut wie möglich zu beantworten. Weil, wie gesagt, ich bestelle da jetzt seit über 15 Jahren meine Klamotten. Und wie gesagt, ich war bis jetzt immer zufrieden. Immer. Immer. Sei es die Qualität des Druckes, die Qualität der Klamotten, wie schnell sie liefert wurde, irgendwas dergleichen oder Kontakt. Einmal musste ich ja Kontakt aufnehmen, wo ich halt, wie gesagt, wo ich mit dem Pullover, mit der Narbe, wo die Naht hier aufgegangen ist. Das war vor, kann ich euch ganz genau sagen, vor ziemlich etwa so 6 Jahren. Weil da war die Große noch im Kindergarten, da war nämlich die Abschlussfeier vom Kindergarten, wo sie dann in die Schule gehen sollten. Und da habe ich den angehabt und da hat mir ein Kollege gesagt, hier, pass mal auf, sagt er, ey, du geht's auf. Ja? Und da ist es mir aufgefallen, den kam auch den Tag, der Pullover, ich habe nicht großartig geguckt, ich war angezogen, bumm. Und da ist es aufgefallen. Und da habe ich einmal, musste ich deswegen Spaß kostet kontaktieren. Das ist in über 15 Jahren. Ich kann es nicht oft genug betonen, weil viele sagen immer, ja, und was ist, wenn was ist. Ich kann es leider nur, leider ist nicht positiv eigentlich, kann ich nur von einem einzigen reden. Und das war vor über 6 Jahren. Und da habe ich dann hingeschrieben. E-Mail steht ja drauf auf der Rechnung, habe ich hingeschrieben, habe gesagt, hier, pass auf, Pullover kaputt, was kaputt ist, also nicht Motiv oder kaputt gerissen, einfach nur, dass die Naht aufgegangen ist, habe ein Foto geknipst mit Handy und habe das mit drin gemacht und habe das hingeschickt. Und da haben sie, ich weiß gar nicht, wie lange habe ich gewartet auf eine Antwort, 2-3 Stunden oder sowas, ich weiß es nicht genau. Und da kam, oh, sorry, tut uns leid. Habe ich noch gesagt, ey, ihr könnt ja nichts dafür, wenn da beim Pullover da eine Naht aufgeht. Weil sie kaufen ja auch nur Klamotten ein und bedrucken sie mit ihren Motiven. Sie stellen ja selber keine Pullover her. Ja? Also das Material an sich stellen sie ja nicht her. Und haben sie gesagt, ja, schick uns den zu, wir schicken dir sofort einen neuen zu. Und dann habe ich den zurückgeschickt. Wo habe ich den bestellt? Ich weiß gar nicht mehr, ob ich den bei Amazon oder bei Spaß kostet direkt bestellt habe oder bei eBay. Das weiß ich gar nicht so genau. Ich glaube, da habe ich damals direkt bei Spaß kostet bestellt. Ich bin mir aber nicht sicher. Und ich habe halt auch die Versandkosten wieder zurückgekriegt, weil ich habe ja dann einmal Versandkosten bezahlt und kam dann wieder auf mein, wurde mir per PayPal so eine Rückmeldung. Ja, dann wart auf jeden Fall bei der Webseite direkt, wenn es per PayPal kommt oder eBay. Und dann kam das halt, was habe ich bezahlt? Ich weiß gar nicht, 6 Euro noch was damals hat sie gekostet, die zurückschicken, habe ich dann sofort wieder zurückgekriegt. Und 1-2 Tage später war der neue Pullover da. Ja, also gleiche Pullover, aber halt neu. Top. Kann ich wirklich nichts anderes sagen. Kann ich mich nicht beschweren. Jetzt fragen einige bestimmt auch noch, kann ich euch auch noch erklären, warum bestellst du nicht immer auf der Webseite? Also ich bestelle, ihr wisst ja, ich habe auch bei meinen Odinware Einkaufen ab und zu mal ein T-Shirt oder ein Pullover von Spaß kostet mit bei, weil ich bei Amazon eingekauft habe oder bei eBay. Das kommt immer drauf an. Wenn ich jetzt zum Beispiel bei Amazon was kaufe, wie jetzt, werde ich mir für mein Auto so für die Frontscheibe was holen, damit er nicht eineist. Und so ein Eiskratzer, wo aber so ein Pinsel mit dran ist, dass ich das halt wegmachen kann, alles schneemäßig. Wenn ich sowas kaufe zum Beispiel und ich sage, oh geil, da ist Heike doch noch das T-Shirt gesehen,
Ja, dann bestelle ich dann bei, wenn, dann brauche ich nicht für eine, für ein T-Shirt oder ein Pullover hier bei Spaß kostet auf der Webseite direkt bestellen. Wenn ich dann bei Amazon bin, dann mache ich da gleich mit der Bestellung mit. Genauso ist es bei eBay. Wenn ich bei eBay da bestelle, was weiß ich, was habe ich da bestellt? Eine Kristallglocke habe ich zum Beispiel bestellt. Letztens, weil bei uns gibt es ja jetzt, kommt ja jetzt nicht mehr der Weihnachtsmann, kommt ja das Christkind wegen meiner Frau. Habe ich euch im Stream ja schon einiges erklärt. Weil da ist es halt so, keine Ahnung, und da kommt halt Christkind. Und sie will, dass unsere Tochter halt genau das Gleiche, also kommt halt das Christkind. Und da brauchte ich eine Kristallglocke, weil ihre Mutter hat auch eine Kristallglocke. Und immer Weihnachten hat sie damit geläutet und dann heißt es, ah, das Christkind war da. Jetzt können wir die Geschenke auspacken. Und deswegen musste ich eine Kristallglocke kaufen. Und sowas habe ich dann natürlich bei eBay gekauft. Da habe ich eine gute neue für einen sehr guten Preis bekommen, die sich auch sehr schön anhört. Hatte ich auch ein Video damals gemacht. In Odin war einkaufen. Und wenn ich sowas bestelle und sage, ach Mensch, dann kannst du ja, wenn du sowieso schon am Bestellen bist, packst du dir noch ein T-Shirt von Spaß kostet mit drin. Ja, dann bestelle ich dann gleich mit eben Abwasch alles bei eBay und mache dann gleich dann bei eBay auch noch ein T-Shirt oder ein Pullover von Spaß kostet drin. Wenn es mir gerade passt, also sage ich, sage, oh, hast du ja noch ein Spanny übrer, kannst du ja noch ein Pullover. Oder was, eine Jogginghose oder was weiß ich, wenn es gerade passt. Ja? Oder wenn ich sage, ach Mensch, da wollte ich doch noch dieses Motiv haben. Und wenn es noch da ist, da müsst ihr nämlich aufpassen. Das ist so, die Klamotten, die ihr jetzt gesehen habt, wir haben jetzt Ende 2019, also Dezember 2019. Wenn ihr, sagen wir mal, April, mein Geburtstag, April 2020, bei Spaß kostet reinguckt, dann könnt ihr die teilweise nicht mehr bekommen. Oder auch hier, mit wo Odin hier drauf steht und mit dem Bild, was mich ein bisschen an Dimple Mainz, an so ein Dimple Mainz Cover erinnert, aber egal. Und hinten Odins Horden. Das kann dann sein, dass ihr das dann nicht mehr bekommt, weil die Motive, die sind immer nur kurze Zeit drinne und dann sind sie weg und kommen eigentlich auch nicht mehr wieder. Bei dem Pullover, hier bei Skull, das hatte ich, wie gesagt, ja auch schon als T-Shirt. Und das ist, kommt erst Februar, das kommt jetzt wieder Februar 2020 in den Shop. Warum und weshalb, weiß ich nicht. Das kann ich euch nicht sagen. Warum es wiederkommt, ich denke mal, weil es gut gelaufen ist damals. Und vielleicht haben auch viele nachgefragt. Aber leider gibt es einige Motive nicht mehr. Ja, und das war schon immer so, dass man, wenn man bei Spaß kostet, halt zu spät bestellt hatte und die Motive nicht mehr gab, dann waren sie weg. Das ist das erste Mal, dass es mir so auffällt, dass halt ein Motiv wiederkommt. Ja, einige Motive sind immer da, aber einige halt kommen und wenn da eine bestimmte Stückzahl verkauft wurde, werden die weg und dann kommen die nächsten. Weil ich würde ja, ich verlinke euch mal noch ein Video oben in die Infocard, wo ich meine Klamotten von Spaß kostet zeige. Leider die L- und die M-Größe nicht, die ist eingemottet, dass da nichts passiert, weil da werde ich eine lange Zeit nicht reinpassen. Könnt ihr ja verstehen, denke ich mal. Ich habe nur noch hier mit so Donner und so. Und wenn es donnert, renne ich auf die Straße und brülle Tor oder mit Tor so drauf und dann dein Gott hängt am Kreuz, wurde ans Kreuz genagelt, meiner hat den Hammer. So zum Beispiel, so, was, so eine Pfanddinger fand ich auch geil. Und dann habe ich aber noch eins, wo vorne einfach nur ganz schlicht in so einem bräun-orange Odin statt Jesus steht, auch mit den Raben so ein bisschen, die den Fischsymbol zerfressen. So ganz schlicht, aber hinten ist halt so ein gelbliches Motiv. Guckt euch das Video an, ich packe es euch in die Infocard, wo Jesus so halb verrottet ist und dann unten drunter steht, wo ist dein Gott jetzt? Das finde ich geil. Und wenn das nochmal kommen würde, das vorne rauf, zeige euch so, wie es ist, ich würde mir das vorne drauf klatschen und hinten irgendwie was anderes, noch hinten Odin statt Jesus oder nur die Raben, wie sie den Fisch zerfressen oder so. Das wäre geil. Das wäre richtig geil. Also das würde ich sofort wieder kaufen. Als Pullover und als T-Shirt. In einer Größe, die mir jetzt auch noch passt. Und genauso wie mein T-Shirt, was ich euch gezeigt habe, oder T-Shirt habe ich auch gezeigt. Und Pullover habe ich euch auf jeden Fall gezeigt. Lieber mit Odin in Valhalla saufen, als mit Jesus im Himmel Wasser zu trinken.
So mit Blau-Weiß. Die Kombination aus Blau-Weiß finde ich erstmal richtig schön. Sieht richtig geil aus. Und wenn du da dann einen Kapuzenpullover, ich habe es als normalen Pullover, ich wollte damals Kapuzenpullover bestellen, der war ausverkauft. Da dann eine blaue Kapuze mit blauen Bändern, auch richtig nice. Also da muss ich auch sagen, da lassen sich auch was einfallen. Ich habe, also wie gesagt, gelb habe ich, ist das erste Mal, dass ich eine gelbe Kapuze sehe bei dem Skull. Sonst habe ich gesehen, eine rote, die sehe ich öfters, und blau und weiß. Standard ist halt schwarz. Aber ich habe sie auch schon gesehen in blau, in weiß. Und wie gesagt, hier rot seht ihr ja vor mir. Ich habe sie ein einziges Mal habe ich sie gesehen. Das kam, ich weiß gar nicht mehr, bei welchem Motiv das war. Oder war das überhaupt bei Spaß kostet? Ich glaube ja. Ich glaube ja. Ein einziges Mal habe ich gesehen, da war die Kapuze tarnfarbend. Aber das habe ich nie wieder danach gesehen. So amerikanischer Tarn war das, ganz normaler Tarn halt. Aber so eine gelbe Kapuze, das ist mir neu, das kenne ich so in der Hinsicht gar nicht. Weil wie gesagt, nur weiß, rot, blau und ganz normal schwarz. Das sind die Farben, die ich eigentlich kenne, die ich immer wieder sehe. Mit gelb ist mal was ganz Neues, finde ich aber auch sehr schick. So, jetzt habe ich aber genug gequatscht. Ich rede zu lange um den heißen Brei rum. Ich mache jetzt hier Schluss. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, ein Däumchen wäre ein Träumchen. Wie gesagt, die Webseite Spaß kostet, werde ich euch unten verlinken. Ich werde in die Infokarte meine Videos packen. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr also gerne in die Kommentare posten. Ich werde mein Bestes tun, euch diese Fragen zu beantworten. Ich bin jetzt weg. Däumchen wäre ein Träumchen. Ahoi, das hat euer Odin.